noch wenige Tage bis zum Naturgart-Treff am 13. September. Für diese Teich- und Gartenmesse im Naturgartpark laufen die Vorbereitungen derzeit auf Hochtouren. Über die Jahre sind immer mehr Erfahrungen hinzugekommen, sodass inzwischen lange Checklisten entstanden sind, die all das enthalten, woran man denken muss. Die für die einzelnen Produktgruppen zuständigen Mitarbeiter bereiten ihre Ausstellungsstände vor. Oft gibt es auch Modelle, an denen man bestimmte Funktionen veranschaulichen kann. Am Samstag ist es wieder soweit. Dann gibt es wieder alle Informationen über Natur und Garten aus erster Hand. Es gehört zu den großartigsten Freizeitbeschäftigungen überhaupt, sich die Unterwasserwelt seines Teiches so aus direkter Entfernung in aller Ruhe ansehen zu können. Das geht mit sogenannten Teichfenstern. Wir haben Dutzende davon in unserem Park eingebaut. Sie können das aber auch ganz einfach zu Hause tun, denn wir haben zwei Patente entwickelt, mit denen man das unter Halbierung der Kosten ganz einfach selbst machen kann. Wir zeigen Ihnen den Produktionsprozess, wir zeigen Ihnen, wie es eingebaut wird. Sie finden das in einem Video im Anhang zu diesen Nachrichten. Viel Spaß damit! In den letzten Nachrichten haben wir gezeigt, wie die großen 6 cm dicken Fensterscheiben eingebaut worden sind. Inzwischen haben wir das dicke Vlies 900 verlegt, anschließend die 285 Quadratmeter große Teichfolie. Wegen der Tiefe von fast 3 Metern und den unvermeidbar steilen Hängen war das etwas aufwendiger als normal. Wir liefern die Fenster bereits fertig eingedichtet mit einem Folienkragen. Der wird dann entweder mit Heißluft oder mit Quellschweißmittel vor Ort an die Folie geklebt. Der Teich wird ein ganz besonderes Aquarium. Dort werden nicht nur Fische zu sehen sein, dort werden künftig auch die Schnuppertaucher und Tauchkursteilnehmer üben, bevor sie zu den großen Fischen im Unterwasserpark geführt werden.